Heute gibt es bei mir gefüllte Hähnchenbrustfilet mit Bacon. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bleibt dran, Leute. Neben gegrilltem Huhn, viel buntes Gemüse aus dem Wok und ein gut abgehangenes Ribeye-Steak vom norddeutschen Rind. Ich finde es optisch einfach ein Hingucker, wenn man da so ein tolles Stück, großes Stück Fleisch hat mit einem Knochen dran. Das ist gerade für Instagram oder auch für Facebook immer wieder ein Hingucker. Die mit Frühstück Speck umwickelte Hühnerbrust ist gefüllt mit altem Gouda. Denn die seit 6 Jahren stetig wachsende Followergemeinde von Marco Plundrich liebt es nun mal würzig und deftig. Ich glaube, die Leute lieben es, wenn dort Käse rausläuft, wenn da der Bacon knusprig auf dem Bild erscheint. Das finden die Leute gut. Das Gemüse mit Röstaromen, eine passende Ergänzung zum Fleisch. Bis zum Anrichten wird jeder Schritt dokumentiert, auf dem Laptop dann bearbeitet und hochgeladen. Essen so in Szene zu setzen, dass anderen Leuten das Wasser im Mund zusammenläuft. Die Rezeptideen kommen richtig gut an, auch in der eigenen Familie. Dass ihm mittlerweile über 40.000 Leute folgen, ist natürlich schon spannend und ja, was Tolles. Ja, das macht mich richtig stolz, so einen talentierten Papa zu haben. Der kreative Altenholzer hat schon gut 300 Grillgerichte auf Instagram gepostet. Wichtig, alles muss schmecken und es sollte immer mal wieder etwas Neues hinzukommen. Man muss einfach mal querdenken in diesem Fall und sich Inspiration holen von verschiedenen Quellen, egal ob das ein Restaurant ist, eine Zeitschrift oder Instagram, Facebook, und dann nachher was zusammenzubauen. Das ist sehr wichtig. Es klappt öfters auch mal irgendetwas nicht, dann ist das so, dann zeige ich das auch, wenn das mal nicht klappt. Aber man muss einfach mutig sein und auch mal was Neues ausprobieren. Die Küche bei Plundrichs bleibt also weiterhin kalt. Schließlich gilt es in dieser Saison, mindestens 50 neue Rezepte für die Follower zu kreieren.